Heute geht es noch einmal um das Thema Vergebung und hier etwas, das für Christen natürlich sehr, sehr schwer ist. Warum man einem Narzissten offen nicht vergeben sollte. Ja, das ist eigentlich ein Widerspruch, weil Christen ja aufgefordert sind zu vergeben. Und in normalen Beziehungen ist es auch gang und gäbe, dass man sich vergibt, dass man sich entschuldigt, dass man den Fehler, der passiert ist, einsieht, dass man das schlechte Benehmen erkennt und dann auch um Vergebung bittet, um Verzeihung und dann auch diese erteilt. Das ist normal. In einem narzisstischen Beziehungssystem läuft es anders, weil hier etwas komplett unterschiedlich ist, nämlich das Anspruchdenken des Narzissten auf deine Vergebung. Und hier ist das große Problem, wenn du dem Narzissten vergibst, dann ist es für ihn wie eine Absolution, dass er jetzt so weitermachen kann wie bisher. Und deswegen ist es so schwierig, in narzisstischen Beziehungen normale Maßstäbe anzulegen, die man in normalen Beziehungen hat. Warum 5 Gründe da sind, dass du es nicht tun solltest, möchte ich in diesem Video zeigen. Mein Name ist Hubert Hafner, ich bin Selbstwert- und Burnout-Coach und ich möchte dir Bücher vorstellen, die ich geschrieben habe, einmal hinterm Vorhang. Es geht genau um dieses System des Narzissmus in verdecktem Gewand. Hier ein Beispiel, wo auch ihm vergeben wurde und wo er dann gerade so weitergemacht hat, als wenn nichts gewesen wäre. Das heißt, hier hat man genau das Beispiel Vergebung und wie geht es dann weiter beim narzisstischen System. Und Selbstwert ist kein Gefühl. Hier zu verstehen, aus dem System herauszukommen, bedarf eines Selbstwertes, der woanders liegt, als in dem, dass du für den Narzissten da bist und dich über ihn definierst. Selbstwert für dich wieder neu zu definieren und zu finden. Doch nun schauen wir uns die 5 Gründe an, warum es nicht gut ist, einem Narzissten offen zu vergeben. Vergeben sollte man ihm schon, aber das ist ein Prozess, der in dir sein sollte. Das heißt, Vergebung ist etwas, das in dir passiert, das du ihm zusprichst, aber nicht offen, sondern in dir, dass kein Groll aufkommt, dass nicht sich verhaftet und dich schädigt, sondern dass du innerlich vergibst, ja. Aber äußerlich einem Narzissten zu vergeben, hat Konsequenzen, weil er damit etwas verbindet für sich und seine Person und sein Denken. Und ich werde immer mal wieder hier hinschauen, denn, weil ich hier die 5 Punkte aufgeschrieben habe und im Alter lässt das Gedächtnis komischerweise etwas nach. Aber ihr könnt es mir nachsehen. Das erste ist, wenn du ihm vergibst und er diese Vergebung dann annimmt, dann ist das für ihn die Rechtfertigung und vor allem die Erlaubnis, dich erneut zu verletzen. Du hast ihm ja vergeben, dann ist alles wieder so wie vorher. Er darf weitermachen wie bisher und die erneute Verletzung wird kommen. Schau einmal zurück, wie oft du vergeben hast, wie oft dieses Spiel lief, wie oft das Ganze war und die erneute Verletzung, die kam. Es lässt sich nicht verhindern. Weil es für ihn ja die Absolution ist, die Rechtfertigung. Wenn du ihm vergibst, ist ja alles wieder gut und dann fangen wir bei 0 an. Und 0 heißt bei ihm, er darf wieder so weitermachen wie bisher, weil er ja ein Problem in sich trägt, dass er den Anspruch auf deine Vergebung ja hat. Also er hat ja irgendwas eingesehen und weil es so ist, denkt er, jetzt hat er den Anspruch weiterzumachen wie bisher. Es läuft ja alles wie seinen gewohnten Gang. Das heißt, die Vergebung sieht er als Freischein für sich aus seinem Anspruchsdenken heraus. Das zweite ist seine Natur. Seine Natur, die verletzen muss. Seine Natur, die er als Narzisst hat, diese Persönlichkeitsstörung und diese verhindert, dass sich was ändert. Es gibt ein sehr schönes Beispiel. Du kannst der Katze vergeben, dass sie deinen Goldfisch gefressen hat. Die Katze, ich vergeb dir Katze, dass du den Goldfisch gefressen hast und dann kaufst du einen neuen Goldfisch und legst den Goldfisch wieder rein. Was wird die Katze machen? Sie ist so froh, dass du ihr vergeben hast und sie wird den Goldfisch jetzt natürlich in Ruhe lassen. Nee, sie wird den Goldfisch wieder fressen und du vergibst wieder und dann frisst sie den wieder.
Das heißt, die Natur des Narzissten lässt ihn gar nicht das anerkennen, was hier tatsächlich schief lief. Und dann kommen wir schon zum dritten Punkt. Das ist, dass er sich gar nicht schuldig fühlt. Dass er gar nicht fühlt, was er falsch gemacht hat. Dass er keine Verantwortung dafür übernimmt und natürlich dann auch keine Konsequenz daraus zieht, weil er die Schuld ja immer bei anderen sucht. Also nicht er ist schuldig und wenn er sich entschuldigt, achtet darauf, wie er sich entschuldigt. Aber wenn jemand die Verantwortung für seine Schuld nicht übernimmt, dann zieht er auch keine Konsequenzen daraus. Das heißt, er hat ja gar keine Notwendigkeit, sein Verhalten zu ändern, sich dir gegenüber anders zu verhalten, weil er ja nicht schuldig ist. Das Problem bist ja du und er hat ja den Anspruch, dass du ihm vergibst. Du bist ja Christ und jetzt kommt das, was oft gemacht wird. Es wird die Bibel genommen, Druck mit der Bibel auf dich ausgeübt, sodass du dann in der Verpflichtung stehst, ja, als Christ musst du vergeben. Und hier wird nicht verstanden, dass Vergebung etwas ist, das ich gebe, das nicht er sich rausnehmen kann, sondern das ich ihm gebe, Vergebung. Aber da er nicht schuldig ist, hat er auch gar kein Problem damit, so weiterzumachen wie bisher, weil er ja immer einen Grund hat. Und der Grund, der liegt immer außerhalb von ihm und nie in ihm. Also du vergibst die Sache und er denkt, es ist sein gutes Recht, dass du vergibst, weil letztendlich waren die Umstände schuld oder eventuell sogar du. Das nächste ist bei dem Vergeben, dass die Schuldumkehr kommt. Das heißt, er versucht dann, dir die Schuld für das in die Schuhe zu schieben. Ja, du vergibst mir, aber eigentlich bist du schuld an der ganzen Misere, weil du dich so und so verhalten hast und meine Reaktion provoziert hast. Genau. Du hast ihn provoziert, das lief schief und du musst ihm vergeben. Nee, nee, eigentlich müsste er dir vergeben, dass du ihn provoziert hast, dass er sich so verhalten hat. Dass du das Problem bist und dass er dir eigentlich vergeben müsste. Das heißt, aus so einem Gespräch gehst du raus und denkst, wow, was lief gerade schief, wo komme ich her? Plötzlich ist das Ganze umgedreht und aus diesem Schuldbekenner, Anerkenntnis und Vergeben wird plötzlich ein Bumerang, wo du dich dann wieder für irgendwas zu entschuldigen hast. Wo du seine Vergebung brauchst. Es wird so laufen, weil Narzissten ja das dann sofort umkehren und für sich nützen. Wenn du ihm vergibst, dann ist es ja so, wie wenn er schuldig wäre. Und das kann er ja gar nicht sein. Also wird eine Schuldumkehr kommen, der wird versuchen, das Problem auf dich stimmungsmäßig abzuwälzen. Und natürlich wird er versuchen, dich über das Vergeben, über seine Entschuldigungen in seinem Spiel zu halten. Das heißt, du bist verpflichtet, ihm zu vergeben und er versucht dadurch Macht und Kontrolle weiterhin über dich zu haben. Er wird das Spiel nicht aufhören, sondern er wird sein Spiel weiterhin durchziehen. Er wird seine Macht und Kontrolle weiterhin über dich ausüben. Hier wird nichts passieren, in dem Prozess des Vergebens, solange die Entschuldigung nicht mit echter Reue einhergeht. Und echte Reue bei einem Narzissten erkennt man an dem, wie er es sagt. Einfach zuzuhören, wie die Entschuldigung ist. Er kann nicht einfach sagen, es tut mir leid, sondern es wird kommen, es tut mir leid, aber, oder es tut mir leid, wenn du dich verletzt gefühlt hast. Und merkst du, du hast dich verletzt gefühlt, nicht er hat dich verletzt. Du hast dich verletzt gefühlt, das Problem wird ganz subtil in deine Richtung geschoben. Und hier liegt die große Gefahr des Vergebens, dass dann plötzlich etwas umgedreht wird und dass du im Spiel bleibst, weil du ja aktiv bist und jetzt das Spiel von vorne beginnt. Und in diesem Prozess des Vergebens, was sehr gut ist, hält dich der Narzisst in seinem Spiel gefangen. Und etwas, das man auch für sich verstehen darf, wenn man das erkennt und aus dem Spiel aussteigt und jetzt hätte man gern einen Abschluss mit dem Narzissten, ein Gespräch, eine Aussprache. Es wird immer dieses Spiel ablaufen, das ich dir gerade in deine 5 Punkte gezeigt habe. Er wird irgendwo ansetzen und wird versuchen, dich wieder zurückzubekommen. Das heißt, er liebt nicht dich und das wird dir klar sein. Er liebt deine Leistung, er liebt das, was er von dir bekommt, was du ihm geben kannst, das liebt er, aber nicht dich. Und
Das ist für ihn wichtig, dass du ihm als Quelle erhalten bleibst. Und hier kommt wieder das, was du ihm geben kannst, nämlich Vergebung. Das liebt er. Aber er liebt letztendlich nicht dich, sondern er braucht dich. Er braucht dich für sich. Und das zu verstehen ist schmerzhaft. Das ist nicht schön. Aber es ist befreiend zu sehen, um was geht's ihm wirklich. Und auch hier zu verstehen, es läuft vielleicht ein System, das auch davon lebt, in einem selbst, dass man gebraucht wird. Und dieses System kann dann oft dazu beitragen, dass Missbrauch in dieser Form dann auch für den Narzissten möglich ist. Es geht hier nicht um Schuld, es geht hier nicht um, wer hat es jetzt gelegt und so. Es geht darum, dass es vielleicht ein System auch in uns gibt, die wir die Betroffenen sind, die das narzisstische System triggert. Und das auf eine Gegenseitigkeit beruht. Ich will gebraucht werden und er braucht mich. Das wäre ja eigentlich auch schön, nur wird es hier zum Missbrauch dessen. Und damit, da liegt das Problem in narzisstischen Beziehungen. Und dann bist du derjenige, der am Geben ist, der gibt, gibt, gibt und hier nichts zurückbekommt, sondern noch missbräuchlich dafür verantwortlich gemacht wird, wenn etwas nicht läuft. Ich hoffe, ich konnte mit dem Video ein bisschen zeigen, was Vergebung für den Narzissten bedeutet. In einer normalen Beziehung alles ganz klar. Von deinem Herzen her vergeben, das ist etwas, das du in dir machst. Aber dem Narzissten offen zu vergeben, birgt diese Gefahren in sich. Und wenn du Rückblick hältst, dann siehst du vielleicht, dass sich die Geschichten immer wiederholen und dass sich an der Sache selber sehr wenig ändert. Ich wünsche dir auf deinem Weg in deine Freiheit viel Kraft, Gottes Segen und natürlich sende ich dir an dieser Stelle wieder ein ganz, ganz liebes Grüßle. Dein Hubert Hafner.